herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial auf meinem Kanal. Und heute geht es darum, wie man am besten Ordner woanders hin verschiebt, zum Beispiel den Videoordner oder den, in unserem Fall, den Downloads-Ordner. Das heißt, wir skippen erstmal in exakt jenen Ordner. Dafür habe ich das hier in meiner Liste. So, dieser Ordner ist hier. Wir klicken hier im Explorer auf Rechtsklick, dann Eigenschaften, dann auf Pfad und jetzt können wir einen neuen Pfad bestimmen. Dafür klicken wir hier auf Verschieben. Jetzt können wir uns einen neuen Pfad überlegen bzw. aussuchen. Ich für meinen Teil möchte den gerne hier auf meiner zweiten Festplatte haben. Das heißt, ich möchte den ganz gerne fast überall haben, nur eben nicht da. Das heißt, ich entferne diesen Pfad mal ganz kurz und speichere mir das hier. So. Gehe hier wieder drauf, gehe zurück hierhin, schreibe Strg V dahin und mache einfach Folgendes. Und zwar schreibe ich jetzt in diesem Fall D Doppelpunkt Backslash und dann Downloads. Da möchte ich hin. Da soll er das reinhauen. Das heißt, D:\Backslash und dann dort in den Downloads-Ordner. Der normale Pfad ist ja dieser hier. Das heißt, wir überprüfen das nochmal. Ich speichere mir das hier noch mal kurz und brechen das ab. So. Genau. Das heißt, wir können hier einfach den Pfad angeben und klicken dann hier auf Übernehmen. Jetzt werden wir gefragt, ob dieser Ordner erstellt werden soll, also Downloads. Und wir sagen ja. Und jetzt werden wir gefragt, ob wir die Dateien dorthin verschieben möchten. Wir antworten ebenfalls mit einem Ja. Je nachdem, wie viel in dem entsprechenden Ordner gespeichert ist, wird dann auch das halt dauern. In diesem Fall dürfte das nicht allzu lange dauern, weil, naja, es ist nicht besonders viel in meinem Downloads-Ordner drin. Deshalb rauscht das hier jetzt so schön durch. Warten wir nochmal kurz und dann zeige ich euch das Endergebnis. Passt aber bei den Pfaden auf, wenn ihr was verpfuscht, könnt ihr vorherige Ordner ein bisschen putt hauen. Wie dem auch sei, wir sind bei 99% und fertig. So, jetzt können wir entweder sagen, hier direkt schon, wir möchten ins Ziel oder wir machen es, wie ich in diesem Fall, auf die manuelle Art und Weise. Das heißt, ich gehe direkt hier auf meine Festplatte. Und wie ihr seht, habe ich hier meinen Videoordner und hier jetzt auch einen Downloads-Ordner. Und hier ist exakt das drin, was wir brauchen. Und ja, jetzt können wir auch hier rüber drauf zugreifen und auch normalerweise über das Startmenü. Perfekt! Ihr könnt das natürlich auch wieder zurücksetzen, ist ganz klar. Dafür klickt ihr dann einfach entweder den normalen Pfad wieder an, das liegt im Benutzerordner, also C, Benutzer, dann euer Benutzer. Name und dann halt den Downloads oder ihr klickt hier auf Wiederherstellen. Das mache ich allerdings jetzt nicht, das mache ich nach dem Video, wie dem auch sei. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen, sage bis zum nächsten Part und ciao Leute!